Luisa? Luisa? Hey! Es ist voll super gelaufen. Der Empfang war ein voller Erfolg. Wie siehst du denn aus? Ja, ich habe doch gleich meine Charity-Präsentation beim indischen Konsulat. Das geht nicht. Was? Ich brauche dich jetzt. Wir haben in 2 Stunden einen Empfang. Ja, schon, aber ich trete doch nachher beim indischen Botschafter auf. Luisa, das weißt du. Nix weiß ich. Ich weiß nur, dass wir kein Personal haben und dass ich dich brauche und dass in 2 Stunden die Leute kommen. Ich hab dir 3-mal auf Band gesprochen. Wieso gehst du nicht ans Telefon? Glaubst du, dass ich immer springe, nur weil du anrufst? Das ist mein großer Auftritt heute Abend. Das ist meine Chance, meine Spendenorganisation beim indischen Konsulat vorzustellen. Du, da arbeite ich doch seit Jahren drauf hin. Das wird der Höhepunkt der ganzen Gala. In 2 Stunden kommen die Gäste. Ja. Unter Schwestern hilft man sich. Du bist doch bloß eifersüchtig. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Jetzt zieh das an und hilf mir gefälligst. Komm, auf geht's, auf geht's. Du warst immer eifersüchtig, weil ich meinen eigenen Weg gehe und weil ich in der Welt was bewirken will. Weißt du, also dieses Ding mit den indischen Kinderchen und den Spenden. Du reißt ja doch die Hälfte von dem Geld selbst unter den Nagel. Das machen sie doch alle, das weiß ich doch. Sag mal, spinnst du eigentlich? Das würdest vielleicht du machen. Ich muss arbeiten und das muss fertig werden und jetzt brauche ich deine Hilfe. Ist dir klar, was du mir gerade vorwirfst? Ich würde die Spendengelder veruntreuen? Ich glaube, du tickst nicht mehr richtig, Luisa. Ich schaff das nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Das ist alles, woran du denken kannst, oder? Wir sind Familie. Komm, jetzt hilf mir doch, bitte. Mir reicht's. Ich hab die Nase voll.